Ulrike Fischer aus St. André-Wördern in Niederösterreich ist die Nächste. Sie ist Konsumentensprecherin der Grünen Fraktion. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Minister, danke, Herr Vorsitzender. Konsumentenschutz ist uns allen wichtig und dafür gibt es im Budget 6,7 Millionen Euro. 6,7 Millionen Euro, das hört sich nicht viel an. Schaut man sich aber an, welche Bereiche damit unterstützt werden, dann sieht man, dass mit 6,7 Millionen Euro sehr viel gemacht werden kann. Auf der einen Seite, der Verein für Konsumenteninformation ist ausreichend abgesichert fürs nächste Jahr. Dafür möchte ich mich auch beim Herrn Minister bedanken. Es ist ausreichend Geld vorgesehen für nächstes Jahr. Und es stimmt nicht, dass der VKI zu wenig Geld heuer bekommt, sondern wir arbeiten an einer langfristigen Finanzierung. Und ob wir das jetzt nennen Basisfinanzierung, Werkvertrag. Der VKI kann gut arbeiten, der VKI ist uns wichtig, der VKI ist das Kernstück des Konsumentenschutzes. Ich setze mich dafür ein, dass es eine Ausfinanzierung gibt, heuer und auch für die nächsten Jahre. Wir arbeiten an einer langjährigen Finanzierung und das steht auch so im Regierungsprogramm in unserem Aufgabenheft drinnen und das arbeiten wir derzeit ab. Zum Inhaltlichen. Der VKI hilft uns in der Krise. Er hat uns geholfen in der Pandemie. Ihr könnt euch erinnern, ihr habt euch vielleicht in einem Fitnesscenter, habt eine Jahreskarte gehabt oder eine Skikarte gekauft oder eine Lebensversicherung abgeschlossen. Und diese Dinge haben sich dann anders entwickelt, wie ihr euch das vorgestellt habt in Pandemiezeiten. Und da hat der Verein für Konsumenteninformation dafür gesorgt, da hat der VKI dafür gesorgt, dass man das Geld für die Skikarte, das Geld fürs Fitnesscenter zurückbekommen hat. Und jetzt ist es zum Beispiel ein großes Anliegen, dass man auch in der Energiekrise die Leute richtig berät, ob es irgendwelche Klauseln gibt bei Energieanbietern. Und auch da wurde eingegriffen bei unzulässigen Preiserhöhungen. Und letztendlich sind wir alle Konsumenten und Konsumentinnen. Und wenn Rechte nicht durchgesetzt werden, dann sind sie nichts wert. Und deswegen ist es wichtig, dass es all diese Rechtsschutzeinrichtungen gibt. Ein Beispiel ist vielleicht auch die Schlichtung für Verbrauchergeschäfte. Die Schlichtung für Verbrauchergeschäfte hilft uns in vielen Angelegenheiten, dass geschlichtet wird und nicht gestritten werden muss. Und mein Kollege Michel Raimond hat gesagt, man hat viel weniger Zeit, als eigentlich Inhalt da ist. Und das ist auch beim Konsumentenschutz so. Es geht so viel weiter und man kann in diesen 4 Minuten nicht alles hineinpacken. Aber ich möchte noch ein wirkliches Erfolgsmodell vom letzten Jahr hervorgreifen, den Verbraucherrat. Beim Verbraucherrat sorgen wir dafür, dass Konsumenten, Konsumentinnen gehört werden, damit die Normung so stattfindet, dass Unternehmen und Verbraucher gleichmäßig gehört werden und auch Menschen mit Behinderungen als Konsumenten wahrgenommen werden. Das ist neu und das ist ganz wichtig. Danke. Noch ein paar Zahlen im Detail. Also die Verbraucherschlichtung bekommt nächstes Jahr 330.000 Euro. Die Schuldnerberatung 357.000 Euro, der Internetombudsmann 225.000 Euro und wie gesagt der Verbraucherrat 200.000 Euro. Das sind alles wichtige Einrichtungen und die Macht der kleinen Schritte ist nicht nur wichtig, sondern es ist auch wichtig, dass wir gemeinsam ein gutes Budget machen und Verantwortung übernehmen und nicht die Dinge schlecht reden. Danke.